Und das Thema Verschwörungen, Bruder. Wow. Jetzt wird's wild. Jetzt ich hab mir letztens das Ding reingezogen mit dem einen Typen. Wie hieß der nochmal? Trau kein Promi. Flache Erde, Antarktis, die Eiswand, alles. Ich hole euch jetzt alles raus. Glaubst du alles? Ach, Quatsch. Glaubst du, die Erde ist flach? Nein. Nein, Bruder. Schwachsinn, sagt der Bruder. Nein, Mann. Bist du dir hundertprozentig sicher, dass die Erde rund ist? Nein. Nein. Ziehst du dir Sachen darüber rein? Ich glaube, die ist oval. Ja, so halt nicht perfekt rund, wa? Ja. Ja, Bruder. Guck mal, ich denke schon... Du bist schon so ein Typ, der sich viel mit dem Shit beschäftigt hat, oder? Ja. Warum? Extrem. Und ich bin auch ein Typ, der fest davon überzeugt ist, dass irgendwas faul ist auf der Welt. Ganz klar. Aber flache Erde ist too much für mich. Warum hast du dich angefangen, mit sowas zu beschäftigen, Bruder? Bruder, ich war schon immer sehr anfällig für sowas. Es ging los, als ich 15 war, da habe ich mir Loose Change reingezogen. Das war diese 9-11-Doku. Und von da aus habe ich mir einfach so einen Scheiß gegeben. The Arrivals, Zeitgeist. Zeitgeist habe ich mir auch gegeben. Und was damals. Weiß ich alles. Habe ich mir alles reingezogen. Und das Ding ist, ich weiß es nicht, Bruder. Weißt du, was für mich faszinierend ist? Was für mich ein Thema ist, was mich echt beschäftigt? Die Pyramiden, Dicker. Die verfickten Pyramiden. Wer hat diese Pyramiden gebaut, Alter? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Nein. Wer hat diese... Da müsste ich jetzt meinen Bruder hier hinsetzen, Bruder. Der ist drin in dem Scheiß. Boah, wer hat diese verfickten Pyramiden gebaut, Dicker? Was glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, eine These von mir ist, dass es das alles so schon mal gegeben hat. Es gab schon mal eine Hochkultur. Es gab schon mal Autos, Flugzeuge, alles. Und es wurde schon mal alles platt gemacht. Krass. Weil ist das das, was du aus den ganzen Theorien und so geschlossen hast? Es ist eine Theorie. Es ist eine Theorie nur. Von dir selber oder hast du dir irgendwo, gab es irgendwo einen Anstoß? Von mir selber und dann gab es auch noch Anstöße, wo ich gesehen habe, dass es manchen gibt. Guck mal, die Pyramiden sind ja krasse Bauten, Gebäude so, ne? Wie, die Art und Weise, wie die gebaut wurden. Und die sind vor zigtausenden Jahren gebaut worden. An Orten, an verschiedenen Orten, die man nicht hätte erreichen können damals. Da hätte keiner, also du konntest, in China steht eine Pyramide und in Ägypten steht eine Pyramide, ne? Die gleich sind. Aber derjenige, der die in Ägypten gebaut hat, der konnte unmöglich nach China, um die da zu bauen. Weil damals gab es keine Flugzeuge und diesen ganzen Kram, ne? Die Pyramiden stehen alle auf einer Linie. Verstehst du das? Also, jetzt fickst du mich gerade. Also guck mal, hier ist eine Pyramide irgendwo auf dem Platz, auf der Welt. Hier ist eine und hier ist eine. Und wenn du von der einen in Ägypten einfach gerade die Linie verfolgst, kommst du irgendwo am anderen Arsch der Welt bei der nächsten Pyramide an, Dicker. Und weiter geht's auf die nächste. Und, also es gab eine Reportage, wo ich mir das so reingezogen habe. Kann auch sein, dass ich gerade vollkommen im Bullshit rede, aber ich hoffe, dass es die Wahrheit ist. Ich hab's mir auf jeden Fall so beibringen lassen. Mhm. Und es gab einen Typen, ich muss das mal gleich, muss ich das rausholen, dann kann ich das sagen. Der Typ hat sein Leben dieser Sache verschrieben, dieser Sache zu forschen. Mhm. Ja? Und er ist diese Linie nachgereist, an allen Pyramiden vorbei. Ja? Und er ist am Ende, das ist so krank, führt diese Linie in die Antarktis, genau an den Punkt der Antarktis, den du nicht bereisen darfst. Also er konnte diese Linie verfolgen. Bis zu einem gewissen Punkt. Den er nicht mehr folgen durfte. Er durfte nicht dorthin. Da durfte man nicht hin. Also das Ende dieser Linie endet an einem Punkt, den man nicht bereisen darf. Was verfickt nochmal ist da? Erstens. Zweitens, bis heute alle Architekten der Welt, das ist ja das Ausschlaggebende, sagen, das kann, sie sagen, gibt uns die beste Technologie, gibt uns die krassesten Laser, gibt uns alles, was zur Verfügung steht heutzutage. Wir können diesen Scheiß nicht bauen. Wir können das nicht bauen. Das kann keiner nachbauen. Und die wollen uns erzählen, dass irgendwelche Menschen, irgendwelche Leute dazu gezwungen wurden und das mit ihren eigenen Händen und Meißel und Hammer gebaut haben. Und die krassesten Architekten der heutigen Zeit mit der heutigen Technologie sagen, es geht nicht. Können wir nicht. Wer hat diese Scheiße gebaut? Und die kann nicht zerstört werden. Die kann nicht zerstört werden. Und meine These ist einfach, dass das Dings vielleicht gewesen ist. Dass schon mal alles zerstört wurde und dass sie das gebaut haben, um zu zeigen, ey, wir waren schon mal weiter, als ihr es gewesen seid. Ja, und wir hinterlassen euch hier etwas, was unzerstörbar ist. Aber es geht alles immer wieder kaputt. Und ihr Menschen fickt euch jedes Mal selber. Hier, guck mal, was wir euch hier hingestellt haben. Die Sphinx genauso. Das sind Sachen, Bruder, wer hat gebaut? Wer hat die gemacht? Wer hat das gemacht?
Keine Antwort. Ich habe keine Antwort dafür, jo. Ja, aus religiöser Sicht hätte ich eine Antwort dafür. Und das ist dann auch wieder der Punkt, wo ich da ankomme und einfach sage, ey, ich glaube an die Wahrheit. Was ist die Antwort aus religiöser Sicht? In unserer Religion, im Islam, sagt man, dass die Erde von den Dschinns bevölkert wurde, bevor es die Menschen gab. Ja, unser Schöpfer hat ja Tiere, Menschen und Dschinns erschaffen. Dschinns sagt man bei uns im Christentum sagt man, glaube ich, Dämonen. Hm. Ja? Sag mal noch, Dämonen ist, glaube ich, das christliche Wort für Dschinns. Und die Erde wurde von den Dschinns belebt. Und die Dschinns haben unfassbare Kräfte gehabt. Unfassbare Power, sind stärker auch als Menschen, bestehen aus Feuer, nicht aus Erde wie der Mensch. Ja? Und die einzige logische Erklärung für mich ist, aus religiöser Sicht, die haben das gebaut. Mann. Die haben das gebaut. Und diese PA-Dingssicht aus der jetzigen Welt einfach heraus, wenn du das jetzt so dir logisch erklären willst, ist die einzige logische Erklärung, dass es schon mal alles eine Hochkultur gab. Dass es schon mal Leute gab, die in der Lage dazu waren, das zu bauen. Und die Leute gibt es noch nicht mal heute. Keine Ahnung. Oder Aliens. Vielleicht ist es auch ein UFO. Und der macht sich auf einmal zu so einem Raumschiff und fliegt hoch irgendwann. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Antarktis ist auch ganz tricky. Zum Beispiel flache Erde und so, die sagen, ja, Antarktis ist so der Rand und was weiß ich was für ein Scheiß. Aber es ist einfach Fakt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, der allererste Vertrag, der geschlossen wurde, war dieser Antarktis-Vertrag. Also nachdem die ganze Welt sich gegenseitig geschlachtet hat, war das Erste, was die beschlossen haben, dieser Vertrag. Hitler war tot, die Nazis waren bekämpft, aber die wussten, dass die noch dort geforscht haben und dort irgendwas fabriziert haben. Da haben sich die Vereinten Nationen zusammengetan, haben gesagt, wir müssen in diese Antarktis und gucken, was da los ist. Was haben die Nazis da gemacht? Sind dort hingegangen und das allererste, was sie nach diesem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, nachdem die dort hingegangen sind, okay, alle zusammenkommen, dort, da darf keiner mehr hingehen. So, wir machen jetzt einen Vertrag. Diesen Vertrag gibt's, oder was? Ja, ja, kannst du bei Wikipedia nachlesen. Die Antarktis ist so. So, pass auf, das ist die Antarktis. So, okay. Und das hier gehört Russland, das hier gehört Frankreich, das hier gehört Deutschland, das hier gehört Amerika beispielsweise, ne? Und das ist alles so wie Pizzascheiben. Und das eine Fläche in der Mitte, da darf keiner hin. Die gehört keinem und da darf auch niemand hin. Und diese Fläche ist genauso wie die anderen Flächen. Und natürlich, die Erklärung dafür ist dann, ja, das ist unbewohnbar und das sind die Lebensverhältnisse. Ein Mensch, der da hingehen würde, würde sterben. Dann wollt ihr mich verarschen, die Antarktis ist die Antarktis, als ob diese Fläche anders ist als jetzt da. Das ist doch alles der gleiche Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ja, ich sehe immer, das ist krank. Ist krass, Alter, ist krass, ist krass, ist krass. Und wenn du dir diese Informationen gibst, ne, und wenn du so Sachen reinziehst, so, was sind da deine Quellen? Gibt es Quellen, denen du 100% vertraust? Oder wie forschst du das danach? Gibt es irgendwelche so, also weißt du, nee, ich gehe von der Geschichte zu dem Thema, was ich dir gerade gesagt habe, dass der Antarktis-Vertrag der erste Vertrag ist, der nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde, ist Fakt. Mhm. Kannst du überall nachlesen. Es ist nicht so aus einem ominösen YouTube-Video, was ich irgendwo gefunden habe. Und dass die Vereinten Nationen, nachdem die Nazis bekämpft wurden, dahin gereist sind, um irgendwas abzuchecken und danach diesen Vertrag geschlossen haben, ist auch Fakt. Das sind alles Facts. Dass die Pyramiden stehen, noch nie zerstört werden, nicht zerstört werden konnten und bis heute von niemandem nachgebaut werden konnten, ist Fakt. Wer hat die Scheiße gebaut? Ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Ding, ja. Früher war ich anfällig für sowas. Da war ich voll auf dem Trip, Dicker. Deswegen würden dich Leute als wahnsinnig bezeichnen. Ja, da habe ich mich aber auch mit diesem traurigen Promi dann getroffen. Früher war ich so richtig, die Illuminaten und dies und das. Und ey, der Haftbefehl hat in seinem Video dieses Dings gemacht. Boah, der ist dabei und so. Ich muss ihn jetzt angreifen und dissen und so. Einfach ist es aber nicht. Ich war so voll Dings plump. Ja. Ja, irgendwann, man wird älter mit ein paar Jahren und das ist für mich alles voll der Bullshit. Es gibt mächtige Menschen. Es gibt Menschen mit Einfluss. Es gibt Menschen, die so viel Kohle haben, dass die politische Macht haben. Das ist was ganz Normales. Das ist noch nicht mal irgendwas, was du verstecken musst. Es ist normal. Das ist genauso wie wenn du in der Rap-Branche stattfindest und da die meiste Kohle und die meisten... Habe ich die meiste Macht? Hast du die meiste Macht, ne? Ganz einfach. Ich kann Sachen steuern. Ich kann Sachen machen. Das ist auf der Welt so. Das gibt's. Ja. Es gibt Lobbyisten, es gibt Logen, es gibt Lobbys, es gibt Leute, die politische Interessen vertreten, die Politiker nach ihren Interessen funktionieren lassen. Dafür bezahlen sie ihren Wahlkampf und was weiß ich was für ein Scheiß. Gibt's alles. Dafür brauchst du keine Weltverschwörung. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen, als dann letztes Jahr diese Vorwürfe kamen, boah, der hat auf seinem Cover auch jetzt diesen gemacht. PA und Kianos wurden jetzt von der Loge gekauft. Die gehören jetzt auch dazu. So, wollt ihr mich verarschen, Alter? Seid ihr behindert? Das macht doch keinen Sinn. Bitte, Mann, hört auf, so eine Scheiße zu erzählen. Oder irgendwas. Kennst du diese Reptilien-Verschwörungstheorie?
Dass es Menschen gibt, die so Reptilien sind in Wirklichkeit. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Seid ihr behindert? Raucht nicht so viel Gras und zieht euch nicht so viel Scheiße auf YouTube abends rein, damit ihr nicht so viel Kacke glaubt, Alter. Seid ihr auf Crack? Reptilien. Angela Merkel ist in Wirklichkeit ein Reptil. Der hat in dem und dem Foto so und so geguckt. Was ist das für ein kranker Scheiß? Drake ist in Wirklichkeit ein Reptil. Justin Bieber ist ein Reptil. Ja, das ist dann zu viel, Digga. Ja, das ist voller. Das ist zu viel. Voller Bullshit. Deswegen sage ich auch. Und jeder, der übermäßig Erfolg hat, wird von den Illuminaten gekauft. Jay-Z wurde schon vor Jahren von den Illuminaten gekauft. Mann, ey, bitte, Alter, das ist ein ganz normaler Schwarzer aus New York, Alter, der einfach ein Superstar geworden ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist so. Das ist für mich too much, Digga. Kann sein. Das, selbst das ist normal. Die Musikindustrie wird dafür genutzt, um gewisse Messages rauszubringen. Die Sexualisierung wird auch stark davon gefördert. Aber das ist alles, das findet vor unseren Augen statt. Das ist keine Weltverschwörung. Das findet vor unseren Augen statt. Die wollen Mädels dazu kriegen, dass die nur nach Gucci, Mucci, Prada und was weiß ich was für eine Scheiße traben und streben und so dieses ideale Frau, Körper, Titten, Arsch, Lippen, so und also Ollen wie Lady Gaga und was weiß ich wem, was weiß ich wer, die eine Kim Kardashian und keine Ahnung wen, die leben das halt vor, so. Die setzen halt diese Maßstäbe, ja. Aber da ist für mich keine Weltverschwörung dahinter, dass irgendjemand da sagt, wir müssen alle Frauen auf dieser Welt zu Schlampen machen. Wir müssen jetzt alle Mädchen in unseren Bann ziehen. Und alle Jungs machen wir jetzt so und so. Das ist doch voller Quatsch, Dicker. Aber es gibt Sachen, die auf jeden Fall, wenn ich dann sehe, ey, das ist Hand und Fuß und das ist mysteriös, da stimmt doch irgendwas nicht. Wie wurden diese Pyramiden gebaut? Oder warum wurde nach, was ist der Sinn, warum nach dem Zweiten Weltkrieg als allererstes ein Vertrag über ein Gebiet geschlossen werden muss, der eigentlich völlig uninteressant ist, der nichts mit dem ganzen Geschehen zu tun hat? Das sind Sachen, die fragwürdig sind. Da frage ich mich, okay, was war da? Was ist da? Keine Ahnung. Es gibt Leute, die glauben richtig an eine flache Erde. Die glauben, da ist die Antarktis und hinter der Antarktis gibt es irgendwelche Gebiete und Flächen, die wir gar nicht kennen, wo die Elite lebt, wo alles wunderschön ist. Bist du meiner Meinung, wenn ich zu dir sage, dass es aber für den Otto-Normalverbraucher wahnsinnig ist, nicht gerade hilfreich natürlich ist, sich zu viel mit dem Shit zu beschäftigen? 100%. Bist du aber auch meiner Meinung, wenn ich dir sage, dass selbst wenn Wissenschaftler darauf kommen würden, dass solche Sachen stimmen könnten, sie niemals ausbrechen könnten, weil man sie sofort für behindert einstufen würde? Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass es Wissenschaftler gibt. Es gibt Menschen, die irgendwas wissen, aber vielleicht sogar versuchen, es zu sagen, aber wir nicht zuhören. Ja, kann auch sein. 100%. Glaube ich schon daran, Alter. 100%, Digga. 100%. Krass, Alter. Ey, die Leute werden es feiern, Bruder. Die Leute werden den Talk feiern, Bruder. Geil. Okay, Bro, jetzt will ich, lass uns noch schnell ein paar Fanfragen durchgehen, Bruder. Ich will dich auch nicht zu lange aufhalten. Ja, Mann. Damit die Boys und Girls hier auch mal die Chance kriegen, dich noch was zu fragen, ne? Yes, yes, yes. Aber macht Spaß, Digga, ist geil. Geil, geil, auf jeden Fall. Hat mir auch Spaß gemacht, super. Scheiße, jetzt hat er meinen Kopf auch gefickt ein bisschen, ja? Jetzt muss ich mir direkt diesen Antarktis-Vertrag reinziehen, Alter. Das geht Quatsch, ne? Ja? Okay. Antarktis-Vertrag. Ich bin auch sicher, wenn ich mit meinem Bruder direkt darüber rede, der hat das auch schon alles durch, Alter. Der Antarktis-Vertrag ist eine internationale Übereinkunft, die festlegt, dass die unbewohnte Antarktis zwischen 60. und 90. Grad südlicher Breite ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders der wissenschaftlichen Forschung, vorbehalten bleibt. Der Vertrag wurde auf der Antarktis-Konferenz 1959 von 12 Signatarstaaten in Washington beraten und trat 1961. Keine Ahnung, Bruder. Er hat große politische Bedeutung, weil er der erste Vertrag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war. Scheiße, Alter. Weißt du, wie es bei mir war? Ich habe mir nach 9-11, was mich mega mitgenommen hat, weil ich auch halb Amerikaner bin, so. Also mein Vater ist Amerikaner, Afroamerikaner. Ich sehe mich eher als halb Afrikaner. Nichtsdestotrotz hat mich das zu dem Zeitpunkt damals mitgenommen, weil einfach, ja, sowas Krasses passiert ist, so. Und dann bin ich irgendwann auf dieses Zeitgeist-Ding gestoßen, wo das ja auch Thema ist, so. Und dann war ich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass das, was die da in dem Fernsehen sagen, vielleicht nicht die Wahrheit ist, so, ne? Und hab mir das voll reingeflasht, Digga. Und war voll der Überzeugung so, ach du Scheiße, Digga, die Welt ist gefickt. Ne? So, ich war wirklich so, die Welt ist gefickt. Ja. Ich hab keine Kinder in dieser Welt sitzen, ich hab keinen Drive mehr, ich hab kein Ziel mehr, wir sind eh alle im Arsch, so. Ja. Irgendwann habe ich dann eine Doku darüber gesehen, wie die dieses Zeitgeist-Ding widerlegt haben und dann die andere Sichtweise darauf nochmal betrachtet haben und gesagt haben, dass gar nicht alles stimmen kann, was die da sagen. Dann habe ich gemerkt so, okay, kacke, Digga. Es wird immer die Seite geben und es wird die Seite geben. Und ich werde aber nie persönlich als Leon Lovelock, werde ich nie hinter den Vorhang gucken können. Ich werde nie wissen, was die Wahrheit ist.
Geht nicht. Das ist das. Es gibt auch Leute, und dann habe ich einfach aufgehört. Es gibt Leute, die gucken sich dieses Interview an, die sagen, was ist dieser Pierre jetzt für, was ist das denn für ein Spaß, die der glaubt. Es gibt ja diese bisschen Überheblichen, die sagen, Mann, das ist alles Quatsch. Und die sich alles irgendwie mit Logik und Schule und Bildung erklären können. Es gibt auch Leute, die mich jetzt voll feiern. Boah, der ist auf, der hat das auch gecheckt und so mäßig, ja? Ja, voll. Aber ich bin einfach frei von allem. Ich sag so, so ja, aber ich glaube, wir leben sowieso gerade in der Zeit und unsere Generation ist sowieso gerade auch so eine Generation, die allen Sachen, die gegen das sprechen, was Mainstream ist oder System ist, offener gegenüber sind, so, weißt du? Die hören mehr voll zu. Die lassen es auch zu, mal eine andere Sichtweise zu sehen und fahren sich nicht so fest und sagen, der ist verrückt. Weißt du? Es wird immer offener so. Es gibt auf jeden Fall auch in der Politik viel abgefuckten Scheiß. Mittlerweile passieren Sachen, Dicker, ganz öffentlich, wo du gar nicht mehr, wo du gar nicht mehr irgendwie sagst, ey, die verarschen uns hinter den Kulissen. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem... Digga, ich sag mal jetzt Trump. Ich schmeiß mal jetzt Trump rein, ne? Ich sag dir das beste Beispiel für Trump. Hast du von dem Saudi-Araber gehört? War das Saudi-Araber? Hast du von dem Saudi-Araber gehört, der in der türkischen Botschaft... Nee, ich krieg gar nichts mehr. Ich guck keine Nachricht, ich guck kein Fernsehen. Zieh dir jetzt mal die Geschichte rein. Da ist ein Saudi-Araber, also ein Araber aus Saudi-Arabien, der ist in der Türkei. Der will heiraten. Eine türkische Frau. Der lebt auch dort in der Türkei und der berichtet immer, der ist Journalist und schreibt gegen das saudische Königshaus. Okay? Okay, dann bist du ja schon... So, jetzt geht er in der Türkei in die saudische Botschaft, weil er Papiere für seine Hochzeit abholen muss. Der kommt aus dieser Botschaft nie wieder raus. Jetzt pass auf, der kommt aus dieser Botschaft nie wieder raus. Am Ende wird bewiesen, dass die den dort, dass sie ein Ermordungskommando von 12 Team einfliegen lassen haben, die den zerstückelt haben und in Koffern einfach wieder aus dem Dings rausgebracht haben. Und das ist bewiesen. Das ist bewiesen. Erstmal die ersten zwei Wochen war so, Amerika, wir wollen eine Erklärung, wir wollen eine Erklärung, wir wollen wissen, was da passiert ist, ihr müsst uns was erklären, ihr müsst uns was erklären. Dann sind Tonaufnahmen rausgekommen, wo du richtig hörst, wie die miteinander reden, während die den zerschneiden, beim lebendigen Leib. Und der eine sagt, ey, du musst dabei Musik hören, wenn du das machst. Dann bist du abgelenkt und so. Scheiße. Richtig. Und dann die kommen in Erklärungsnot. Die müssen sich irgendwas erklären. Die haben einfach eine Erklärung abgegeben. Ja, wir wollten den verhören. Wir wollten ein bisschen so Angst machen. Dann ist eine Schlägerei passiert und er ist gestorben. Das war's. Das Thema ist gegessen. Trump sagt, alles klar, okay. Wenn die Saudis das sagen, ist richtig. Warum? Das sind seine Freunde. Der hat mit denen Deals. Das ist nicht Iran. Wenn das in Iran passiert wäre, wären bei uns einmarschiert. Die hätten einen Krieg angefangen, sofort. Aber Saudi-Arabien ist jetzt mal was durchgesickert, was so hinter den Kulissen passiert, mal an die Öffentlichkeit geraten. Was soll's? Kehren wir einfach unter den Teppich. Scheiß drauf. Die haben eine Erklärung abgegeben. Die haben sich doch nur geboxt und der ist dabei leider gestorben. Wir haben zwar Beweise, dass sie den zerstückelt haben, den Koffer aus der Botschaft rausgetragen haben, aber weiß. Scheiß drauf. Und das ist nichts, was irgendwie geheim passiert. Das passiert vor den Augen der Öffentlichkeit. Und deswegen verstehe ich auch, dass das Volk langsam ein bisschen behindert wird. Weil da ist keine Verschwörung mehr. Die sehen offensichtlich, wir werden hier die ganze Zeit verarscht. Hier ist Vetternwirtschaft wird betrieben, auf globaler Ebene. Ja, wie wird so ein Bruder überhaupt Präsident, Dicker? Weißt du, was ich meine? So, das ist für mich schon so crazy as a motherfucker, Alter. Das ist heftig. Irgend so ein Typ, Digga, der Ollen weggeflext hat, der irgendwie Sachen gemacht hat, Bruder, die voll krass sind, so ist auf einmal Präsident der Vereinigten Staaten, Bruder. Hä? Weißt du, was ich meine? So? Ja, Digga, für mich ist das so voll unrealistisch, Mann. Deswegen, ey, bei mir ist so, ich bin echt so der Typ, ich zieh mir das gar nicht rein. Bruder, in Amerika habe ich auch irgendwie das Gefühl, die machen immer so... Wir probieren mal alles aus. Wir probieren mal den Smarten, dann nehmen wir wieder den Vollbastard. Die machen das immer so. Ist dir das mal aufgefallen? Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump. Die ganze Zeit so, wir probieren mal aus. Wir switchen von links nach rechts. Mal gucken, was besser wird. Wir testen jeden Bastard aus. Mal gucken, wer gut ist. Als nächstes nehmen die Kanye West. Dicker, Alter, das wär's, Digga. Ja, lach mal nicht zu laut darüber, Digga. Ja, nee, du... Drake nach Kanada abschieben. Der wird erstmal Drake nach Kanada.